So, im Schrank. Ne, das ist nicht der Schrank. Im Schrank, im Schrank, im Schrank. In welchem Schrank? Das ist ja ziemlich unordentlich hier. Siehst du irgendwas? Die rote Dose. Können wir auch gleich mitnehmen. Oder nicht? Hier oben, dann. Ich glaube, da steht sogar. Ne, da steht was anderes drauf. Neben dem Waschbecken liegt Müll. Aber nehmen wir erstmal das Verband. Ist auch eine rote Dose. Können wir die nicht nehmen? Oha, aber erstmal waschen. Erstmal waschen vorm Verbinden. Sam, bist du unser Vater? Luke, ich bin dein Vater. Dachte mir schon, dass du mich das irgendwann fragst. Und? Schön wär's. Was ist das denn für eine Antwort? Tut mir leid, Ellie. Aber der Mann, den du suchst, bin nicht ich. Oh, okay. Dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe. Zum Glück, das wissen wir nicht. Ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein, aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hör zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine, sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Marianne's beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen. So sehr. Aber ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Mhm. Komm rein. Was gibt's zu sehen? Oh, wann hast du zuletzt dein Fenster aufgemacht? Warum liegt eine verbrannte Pfanne in deinem Müll? Oh ja. Ich bin eventuell eingeschlafen beim Kochen. Zum Glück ist nichts passiert. Was ist das alles? Hier, ich... Nur Erinnerungen. Darf ich? Hey, ein paar Bilder. Daran erinnere ich mich. Dies von unserem Trip nach Juno. Mhm. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Lesen. Lieber Sam, ich schreibe aus dem kleinen Hotel im Zentrum von Juno, das du mir empfohlen hast, und du hattest recht. Die Kinder lieben die Wandmalerei vom Wal. Wir mochten aber auch die vom Raben am Rathaus. Heute haben wir die Straßenbahn hoch zum Mount Roberts genommen. Die Kinder wollten wandern gehen und wir sind nur bis zu den Totems gekommen. Morgen werden wir bis zu den Nugget-Wasserfällen wandern.
um zu sehen, ob der Gletscher noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang, Marianne. Sam Kensky, 2501 Queens, Dennis Crossing. Jo. Was haben wir hier noch? Ein Gruppenfoto. Okay. Das ist eine Eintrittskarte. Ach, hab sie an ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hat jede Sekunde gehasst. Auf dem Rückweg hat sie nur über die furchtbare Adaption gemeckert. Oh, es war ein Buch? Glaub schon. Eins ihrer Lieblingsbücher. Oh, sie war so wütend. Sehr schön. Nachmittagsvorstellung gültig für eine Person. Schwert und Intrigen. Hat deine Mom gemacht. Sie war eine echte Künstlerin. Ein bisschen wie du. Eine Geburtstagskarte, oder? Ja, Happy Birthday steht drauf. Von ihr an ihn, oder? Ja, von... Ich will es lesen. Na komm, hier. Lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem 29. Lebensjahr. Und dich hätte ich hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Ich weiß, du denkst, dass der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde, aber solange du es nicht vergisst, wird diese Enyek-Chuck Rose für immer sehtüchtig bleiben. In der Erinnerung könnte sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, um mit Richie aufs Wasser zu fahren und alles zu fangen, was du verdienst, einschließlich neuer Erinnerungen. Alles Gute, mein geschätzter Freund Marianne. Sehr schön. Ja, jetzt können wir es langsam mal weglegen. Und das Bild. Sie wirkt glücklich. War sie. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Da habe ich endlich meine Kapitänslizenz bekommen. Marianne hatte mich dazu überredet. Sie hat darauf bestanden, dass ich ihn während des Schwurs trage. Aha. Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, er wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Ja, das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Da muss man wohl mal hoch. Ja, sie wollte, dass ich sie versiegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heuder hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Naja, wir müssen es für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Um.
mir leid. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Aber du musst weiterleben. Was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht hilft es, mit jemandem darüber zu reden. Hab ich dir je erzählt, wie ich mir das Bein gebrochen habe? Nein. Bruch im Schienbein an. Ich glaube nicht. Stellen. Ich konnte einen Monat lang nicht laufen. War zu nichts zu gebrauchen. Ich war so deprimiert, dass ich es nicht mal aus dem Bett geschafft habe. Aber deine Mom wollte nichts davon hören und ließ nicht locker. Sie hat mich aus dem Bett gezerrt. Und wir fuhren an einen schönen Ort am Hafen. Wir saßen dort einfach und schauten den Booten zu. Es sind immer die Risse, durch die wir das Licht in der Dunkelheit sehen. Das hat sie gesagt. Du musst lernen, mit dem zu leben, was du hast. Ich denke sehr oft daran. Ich muss mich erinnern. Das schon, naja. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Irgendwie ist er netter. Aber irgendwie. Errungenschaft freigeschaltet, bist du mein Daddy. Das hätten wir auch nicht fragen können. Das hätten wir auch einfach abbauen können. Okay. Auch schön, hier so eine verschneite Landschaft zu sehen. Während es draußen bullig heiß ist. Hey, Tyler. Ich hab dich schon überall gesucht. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Wow. Setz dich mal lieber hin, okay? Komm schon. Hör mal. Wenn du lieber allein bist, geh ich. Aber wenn du etwas loswerden willst, ich sag's nicht weiter. Hast du Ellie gesehen? Wie geht's ihr? Ja, ich hab heute Morgen geschaut, wie es ihr geht. Ehrlich gesagt, ging's ihr nicht gut, Mann. Hab sie so noch nie gesehen. Was auch immer zwischen euch passiert ist, macht sie echt fertig. Hör zu, ich will dich da nicht mit reinziehen. Tja, ich bin schon mittendrin. Und du siehst fertig aus, also... Ich habe einfach viel um die Ohren. Also, da wüsste ich ein Gegenmittel. Wie ein weiser Mann einst sagte, Fischen heilt die Wunden des Herzens. Okay. Bist du dieser weise Mann? Hey, wie gesagt, ich schreibe meine eigene Geschichte. Also, kommst du? Ich weiß nicht. Komm schon, es wird Zeit. Gehen wir. Wo fahren wir hin? Wozu weggehen, wenn direkt vor uns ein zugefrorener See liegt? Eisangeln im November? Ja, dieses Jahr wurde es echt früh kalt. Klimawandel, der Scheiß wird uns umbringen. Doch erst angeln wir. Du kannst hinter mir gehen, wenn du Angst hast. Du meinst es echt ernst? Ich meine es immer ernst, Tyler. Na los,
Wir müssen das Zeug aus dem Auto holen. Okay, dann wird jetzt also geangelt. Alles ist bereit. Showtime. Wenn du so ein kleines Angelspielchen, Minigame. Willst du das nicht machen? Nee. Mann, ich bring dich doch nicht um deinen ersten Fang auf deinem Grundstück. Okay. Jetzt heißt's warten. Angeln halt. Hast du alles, was du brauchst? Ja, habe ich. Mann, das wird mir so fehlen. Was denn? Einfach abzuhängen und zu angeln. Wenn wir erst in Juno wohnen, haben wir neben der Schule kaum Zeit. Ja, stimmt. Sind von den Leuten, die du aus Fireweed kennst, welche in Juno gelandet? Oh, ich weiß nicht. Als sie weg waren, haben wir den Kontakt verloren. Echt? Tja. Die Leute kamen und gingen. Ich meine, jeder muss mal weiterziehen, nicht? Nicht jeder. Nicht die Leute, die zur Familie geworden sind. Ja, tja, so war es einfach nicht. Ich meine, ich war ziemlich eng mit meinem Berater Aaron, aber ich habe schon eine Familie. Naja, nicht umsonst stellt man Familien als Bäume dar. Es wachsen stets neue Äste und... Oh, hey, ich glaube, da hat was angebissen. Oha. Du schaffst das. Schnapp sie dir. Komm schon, zieh an der Angel. Es... Los, na, kräftig komm. Ziehen. Das kriegen wir hin. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hurra. Glitschiger Kleiner. Hab Fisch ihn. Gefangen. Bravo. Und gar kein so Kleiner. Der erste von vielen. Immer mit der Ruhe. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Danke, Sensei. Ach hey, wolltest du wirklich noch zum Bussardloch? Der Fluss friert vielleicht bald zu, also sollten wir nicht zu lange warten. Warum nicht? Ja, sicher. Cool. Ich wollte Samstag gehen. Ich hol dich dann ab. Cool. Ich stell meinen Wecker auf arschfrüh am Morgen. Ist da irgendwas Gutes drin? Vielleicht. Aber wer sagt, dass ich teilen will? Okay, schön. Wie du willst. Du hast so eine schicke Tasche nur fürs Eisangeln? Keine Kompromisse. Niemals. Mann, du machst keine halben Sachen, was? Ich hab's dir doch gesagt. Ich mein alles völlig ernst. Okay. Du weißt dir was an. Netzangel. Sehr schön und... Ziehen. Und ziehen. Perfekt. Ja, komm. Okay. Okay. Was sagst du dazu? Gut gemacht. Wenn er groß war, ist der nächste. Beeindruckt? Ich sehe nur zwei Fische in meiner Kühlbox. Ja, noch. Und? Was zauberst du aus unserem Fang? Hey, du kannst Gedanken lesen. Ein Stück frischer Fisch mit Knoblauch, Pesto, Walnüssen und einem Schuss Olivenöl. Absolut perfekt. Oh, hört auf. Als Komplize solltest du deinen Anteil bekommen. Jetzt habe ich Hunger. Klingt gut, Partner. Sag mal, fährst du immer mit einem Bohrer im Auto herum? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich schwör's. Ich hatte vor, dieses Wochenende mit der Familie Eisangeln zu gehen. Einmal habe ich den Bohrer vergessen und außer einem Eismeißel hatten wir sonst nichts dabei. Sowas vergisst man nicht so schnell. Verstehe. Tja. Was letzte Nacht angeht. Ich weiß nicht, was Allison gesagt hat, aber ich dachte, naja, wir beide wären auf dasselbe aus.
aber das hat wohl nicht gestimmt. Hey, also sag ihr das nicht weiter, aber letzte Woche war deine Schwester echt kaum auszuhalten. Sie war ganz aus dem Häuschen vor Aufregung darüber, dass du zurückkommst. Wirklich? Das kannst du mir glauben. Als ihr euch das letzte Mal gesehen habt, wart ihr Kinder. Die Dinge haben sich geändert, aber ihr könnt daran arbeiten. Ich weiß. Ich habe sie gestern echt bedrängt. Es ist meine Schuld. Ich verstehe nur nicht, warum sie immer vor allem weglaufen muss. Verständlich, oder? Ein Problem auszuweichen lässt es nicht verschwinden. Sie ist so auf den Hausverkauf fixiert. Als wolle sie die Vergangenheit begraben. Alles. Das will sie selbst vielleicht das Gute. Ich ergreife keine Partei. Aber seit damals ist sie das Mädchen vom Mörderhaus. Jetzt kann sie das hinter sich lassen und ganz neu anfangen. Mann, da hätte ich es wahrscheinlich genauso eilig. Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich war so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt. Es ist hart, verstehst du? Zu lernen, selbst klarzukommen. Hier draußen. Du meinst, außerhalb von Fireweed? Ja. Als ich dort ankam, wollte ich so schnell wie möglich wieder raus. Es war wie ein Gefängnis. Aber mit der Zeit wurde es mehr und mehr zu einem Obdach. Dort fand ich heraus, wer ich bin. Aber jetzt muss ich herausfinden, wie ich diese Person auch hier sein kann. Naja, wenn es dich beruhigt, niemand von uns weiß, was wir hier tun. Im Moment sieht es vielleicht beschissen aus. Weiß das überhaupt irgendjemand in seinem Leben? Aufgeben. Und wenn du willst, bin ich auch für dich da. Sei nur vorsichtig. Bin etwas angeschlagen. Ich werde es mir merken. Danke fürs Zuhören. Kein Thema. Sag hat, ja nichts. Ich schaff das. Hat überhaupt irgendjemand in seinem Leben so richtig einen Plan? Das Leben ist es. Komm schon, zieh an der Angel. Das Leben, Leute, das ist was, was man nicht planen kann. Kurzfristig, ja, auf kurze Weise schon. So ein bisschen. Nächsten 2-3 Jahre vielleicht kann man schon was planen, aber langfristig. Wer hat denn schon einen Plan, wo es in 10, 20 Jahren hingeht? Wir sind doch alle ständig auf Trab und alle ständig unterwegs. Easy. Oh. Wow. Bam. Hm. 3 von 3. Nicht schlecht. Wow, nicht schlecht, mein Lieber. Ordentlich. Leer gefischt. Angst freigeschaltet. Spangler. Kann ich dich alle drei Fische gefangen. Ist vielleicht schwer zu beantworten. Komisch und schwer zu beantworten ist mein Ding. Was denn? Woher wusstest du das? Du bereit bist, anderen zu vertrauen und dich zu öffnen. Okay. Ja, das ist eine schwierige Frage. Sag ich doch. Daran ist nichts zu drehen und zu deuten. Verletzt werden gehört dazu. Ich habe dem gesamten Indie-Folk-Genre den Rücken gekehrt, nachdem ich auf einem Konzert verlassen wurde. Aber ich habe mich wieder rausgewagt, genau wie alle anderen auch, denen mal das Herz gebrochen wurde. Denn wenn du jemanden triffst, der dich wirklich versteht, musst du nichts mehr vorspielen. Amen, Halleluja. Okay. Aber das ist ganz schön riskant, oder? Ich meine, klar. Aber das Leben ist eben kurz. Ich ergreife also meine Chance. Selbst wenn ich eine Abfuhr riskiere. Er sagt es. Wie was jetzt? Verstehe ich? Wird das jetzt ein Flirt oder was? okay, ja. Ich habe ja am Anfang in dem ersten, zweiten Kapitel war das, glaube ich, da habe ich ja erstmal Nein gesagt, weil der war ja mit der Schwester ziemlich dicker. Obwohl ich natürlich nicht.
Müsste schon ein ganz schöner Depp sein, der den abverurteilt. Naja, ich verurteile niemanden, aber ich bin schon ein ziemlicher Fang. War das ein Wortwitz? Bei manchen Leuten lohnen sich Wortwitze. Findest du nicht? Wortwitz könnte ich. Ich verstehe diese Fragen, diese Antworten nicht. Das ist. Ich bin nicht gut im Flirten. Was ist jetzt hier? Freunde, ich glaube, das ist die positive, wenn wir jetzt wollen, dann. Ach, Menschen sind ein Rätsel. Das ist nichts für mich. Ich denke, da sind wir uns vollkommen einig. Ach ja? Ja. Ich habe das Gefühl, bei dir könnte ich alles sagen oder tun und das ist vollkommen okay. Ich fühle mich sicher. Bist du? Deine Schwester würde mich nämlich sonst umbringen. Ja, würde sie. Du scheinst damit ja nicht viel zu fangen. Soll ich dir mal zeigen, wie es geht? Unbedingt. Okay. So sieht also ein gelungener Flirt aus. Okay. Hey, du verpasst die Show. Sonntaggänge sind schön. Ich weiß nicht. Stimmt. Alles okay? Just go. Ist aber schon. Das ist schon. Schon kein schlechtes Pärchen. Im Sonnenuntergang. Wie schön. Romantiker. Romantiker Tyler. Finde ich nicht. Finde ich nicht schlecht. Finde ich schön. Die passen doch. Hat sich wer gefunden. Also, ja. Ja. Trifft das ganz gut. Ah. Ja. Hey, Ali. Ich glaube, ich gehe dann mal besser. Okay. Rufst du mich an? Na klar. Ich muss mal einen Schluck trinken. Sorry für die Störung. Nein, voll in Ordnung. Wir waren eh fertig. Was gefangen? Vor allem Eis, aber ja. Was? Du hast drei Fische gefangen? Drei riesige Fische gefischt. All das. Vor allem Eis. Wie? Was? Das ist einfach schwer für mich. Es muss dir nicht leid tun. Ich war ein Arschloch. Ich hätte dich nie so drängen dürfen. Komm her. Geschwisterliebe. Mann, warum habe ich dich so vermisst? Es war doch nur ein Tag. Ich habe eben einfach diese Wirkung auf Menschen. Du Blödmann. Okay, also, ich muss dir was zeigen. Was? Jetzt wird's aber unheimlich. Können wir uns kurz setzen? Also, worum geht's? Ich war gerade bei Sam. Er ist nicht unser Vater.
Woher weißt du das? Ich habe ihn gefragt, ganz direkt. Und du hast ihm einfach geglaubt? Er war schrecklich verliebt in Marianne. Wer das Feuer gelegt hat, war auf Schadensbegrenzung aus. Sam ist das Gegenteil davon. Ich schätze, er hat wirklich nichts mehr zu verlieren, oder? Da ist noch etwas. Schau mal hier. Das wurde 1992 gemacht, kurz nach Marians Ankunft in Delos Crossing. Siehst du die Leiter? Sam meinte, die Scheune hätte einen Speicher. Außerdem, warum zu Henker? Sie hat wohl niemandem davon erzählt. Und es gibt ihn noch? Soweit er weiß, ja. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ja, eben das Bild. Wir sind so weit gekommen. Ein geheimer Speicher? Das schreit doch richtig nach Geheimnissen. Dann los. Warum sollte Sam die Hütte, die er selbst mit, die Scheune dort, die er selbst mit aufgebaut hat, verbrennen wollen? Warum? Der hat ja, wir haben das Bild gesehen, das wäre jetzt Schwachsinn pur. Das macht's nicht leichter, das Haus zu verkaufen. Ja, das haben wir unserem Versagervater zu verdanken. Also anscheinend ist die Leiter weg, aber was ist mit dem Hebel? Draußen war eine Leiter. Irgendwo hier? Draußen.